Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Microsoft Studios. Industry. Halo 5 Guardians. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Halo 5 Guardians. Aber nicht alleine, nein, die ersten ein, zwei Folgen werden direkt mit jemandem zusammengenommen, aufgenommen, und zwar mit dem MP. MP! Und ja, wir wollten schon um 9 Uhr aufnehmen, hat aber nicht funktioniert. Jetzt haben wir 10:30, weil ich schon wieder Probleme mit der Aufnahme hatte. Vorneweg eine kleine Information. Hier in diesem Video kommen mehrere Pokémon aufgeploppt. Diese Anfangsbuchstaben von den Pokémon ergeben ein Lösungswort, das in einer bestimmten Reihenfolge, und dann könnt ihr halt einen von drei Preisen gewinnen. Ich habe zwei Informationsvideos dazu gemacht, einmal zu meinem Halo 5 Unboxing, also die 000. Folge, und zu einem Gewinnspiel hieß das. Zum einen findet ihr diese Pokémon auch bei Rolands erstem Video, von dem Rennspiel, aber ist ja egal. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ladet denn das Spiel so lange? Das Spiel ladet eigentlich gar nicht so lange, du kannst ja eigentlich schon Start drücken. Das erste Mal hier angewandt, habe ich 10 Minuten davor gesessen und habe gefragt, was passiert noch was? Schütten sich in die Kampagne um einen. Lach nicht, du Arsch. Ego 5 bis zu 4 Spieler. Ja, ist in Ordnung. Und wir spielen jetzt erstmal die Kampagne. Also es wird immer unterschiedlich sein. Mal spielst du alleine, mal spielst du mit einem anderen über eine andere Xbox zusammen, also zwei verschiedene Xboxen, mal über eine Xbox zusammen. Wie wir gerade so lustig sind. Und der Impi meinte, er spielt das gerade alleine auf Heldenhaft. Also nehmen wir auch Heldenhaft direkt, wenn das einfach ist. Jo. Dann musst du jetzt nur noch beitreten, glaube ich. Und dann kann ich auch beginnen drücken. Gut, ich habe noch keine Erinnerung bekommen. Jetzt muss mal schauen. Ich habe auch keine gesendet. Wahrscheinlich ist daran. Ach so, okay. Gut, dann versuche ich jetzt einfach mal so beizutreten. Gefundene Schädel, Missionsberichte 0 von 7. Beitreten, okay. Läuft. Sehr schön, da haben wir ihn gleich. Also es ist heute zum ersten Mal Halo gespielt, wir haben jetzt so zwei Runden online gezockt. Ist schon ganz sweet. Also ich werde auch diesmal versuchen, nicht so wie bei Halo 4, so ein bisschen unvoreingenommen, weil das, was früher für Halo ausreichend war, kann man zwar heute halt nicht mehr zählen. Also die Zocker sind jetzt weiterentwickelt, die wollen einfach mehr haben als nur 1 gegen 1 und sowas. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ich hoffe nur, dass es nicht so übertreiben, und ja, wie gesagt, ich werde mich jetzt einfach mal wirklich unvoreingenommen mal reinbegeben. Für das, was es darstellen will, ob es gut ist und ob es überhaupt noch wirklich das Halo ist, das sind zwei unterschiedliche Faktoren. Egal. Beginnen! Spiel wird gestartet. Osiris. Spiel wird geladen. Ich bin auch geladen. Halo 5, ach, Leute! Mach dich gefasst auf ein episches Intro. Gib Ruhe jetzt. Und ihr das auch natürlich. Sehr schön. Einsatz 5, 4, 3, 2, 1. Start. Tanaka, Luke, Vale, Buck. Da kann man sich noch ein bisschen was hier. Feuerteam Osiris. Achso, während das so lädt, kann man sich mal. Ach, ich darf mir einen aussuchen jetzt. Ach so. Okay. Nämlich Log. Ich nehme gerne Buck. Das ist so die Buck ist doch von ODST, ne? Buck. Ja. Und das ist übrigens auch ein Schauspieler, aber egal.
hat so ein Babyface-Gesicht. Three for three Industries. Oh, die Musik, Gänsehaut. Halo 5 Guardians. Aber ich habe gleich schon ein paar Sachen, die ich anmerken müsste gleich. Sweet, Alter. Oh shit! Stimmt, du Kanalratte! Okay, was ist jetzt los? Alright. Okay. Kurze Ansage. Darf ich? Okay. Kurze Ansage. Zum einen frage ich mich eigentlich schon die ganze Zeit, warum der Master Chief eigentlich gejagt wird, wenn er sowieso auf der Erde ist, so wie bei Halo 4 eigentlich zu sehen. Und zum anderen haben sie einen komplett falschen Namen für den Eliten gegeben, weil jeder Elitenname mit Armee aufhört. Verdammt noch eins. Ich weiß, ich bin schon wieder Korinthenkacker, aber es ist einfach... Da... Aber Diesen Elitenführer, den gibt's doch schon in Halo Wars. Der hat doch sie entführt, oder? Die Hauptsache. Ne, der ist ja gestorben. In Halo Wars. In Halo Wars ist er gestorben. Ich weiß gar nicht mehr. Des Weiteren ist er ja ein Gebieter. Okay, die größere Schlacht... Das war schon episch, oder? Dieser Einstieg. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang fand ich es ein bisschen blöd, aber ganz ehrlich, jetzt wo ich es halt so richtig gesehen habe, das ist halt so ein bisschen
Aua. Dass er halt fix waren, schnell und ausgesondert. Also einige Szenen fand ich ein bisschen doof, dass er halt den Felsen zerschmettert hat. Okay, fand ich ein bisschen blöd. Aber hatten schon Eigenschaften von richtigen Spartans halt gehabt. Also dieses schnell agieren, die richtigen Feinde raussuchen, platt machen. Das ist auf jeden Fall cool. Ja. Boah, Mann, das scheiß Licht spiegelt so krass. Ich sehe kaum was. Kannst du den anderen beiden Spartans Befehle geben? Weil ich kann jetzt gerade nicht irgendwie. Ich weiß geht nicht. Eigentlich mit dem Steuerkreuz. Mit dem Steuerkreuz nach vorne zum Beispiel. Da kannst du normalerweise den Befehlen, einen bestimmten Gegner anzugreifen. Ah oder ja, ich kann jetzt hier gerade vorstoßen. Ich habe gerade. Ihr Team ist ihre Waffe. Okay, ach ja, klar, du bist der Lock. Du bist der Squad-Führer sozusagen. Ich habe eigentlich nur genommen wegen der BA. Ansonsten war mir eigentlich alles scheißegal. War dir bewusst, dass der Bug, den ich spiele, dass das ein Schauspieler ist? Und dass der von dem auch verkörpert wird? Das ist der Nathan Fillion, der auch bei Castle mitspielt und bei Firefly. Weiß nicht, ob du die Serie kennst. Nee, hat mir gar nichts. So, ich brauche mal ein bisschen Munition, Alter. Ich habe schon wieder keine Munition mehr. Schön Eisgebiet hier. Wollt ihr Ninne? Ich will ja nur kuscheln! Ah, die Schweine. Everyone can teleport. To space. Richtig, ich mag die Musik. That's how it rolls. Kommt durch die Wand, ey. Hat der Prometheaner gerade gelabert? Ja, so. Nie so richtigen Satz gesagt, habe ich mich verhört. Aua. Also was mir zum Beispiel schon hier gefällt, ist, dass extrem viel los ist. Es fliegen überall Raumschiffe rum, dann dieser gigantische Allianz, was ist das, ein Kreuzer? Ne, kein Kreuzer. Flaggschiff. Aber es passiert einfach viel, das finde ich geil. Friss meine geschmolzene Scheiße. Und schön flüssig 1080 60 frames per second. Das muss sein. Alter, meine Waffen sind schon leer, ey. Oh, was war das denn? Ja, sweet. Ein Bausparvertrag. Alter, wie sweet sieht das denn aus? Was denn? Ich hab grad Visiermodus von Lichtgewehr. Ah ja, das ist geil. Dafür, dass es echt heldenhaft ist, ist das echt einfach, mal ganz ehrlich. Ich breche jetzt einfach, ja, ich weiß. Ich vermute mal, dass legendär dann richtig hart ist, Alter. Mal jetzt ohne Witz. Ich war auch echt extrem überrascht, wie gut ich bei heldenhaft durchkomme. Da gibt es mal ein paar harte Stellen, wo richtig viele Gegner kommen, aber insgesamt fand ich es nicht so schwer. Boom, Headshot. Also ich glaube, auf normal würden wir uns wirklich langweilen. Ja. Requiem El Paja. Mein Freund, Requiem El Paja. Dios mio! Woo! Okay, wer ist als nächstes? Ich habe heute Backenfutter im Sonderangebot. Und da haben wir meinen ersten Kunden. Angriff abbrechen, die labern wirklich jetzt. Ich bin tot. Die labern ja wirklich jetzt richtig. Ach, der Lok musste gerettet werden. Ja, der Lok musste mal gerettet werden. Mal wieder musste der Lok gerettet werden. Sonst kriegt er ja nie was hin, der Junge. Na, wieso ist denn der jetzt überhaupt ein Spartan? Okay, jetzt brauche ich Hilfe, Freunde. Ey, ich hab nur noch 3 Schuss in der BR, dann ist schon wieder alle Munition leer. Wo bist du denn? Da hinten bist du. Okay, Vale hat mich gerettet. So, das war's. Keine Munition mehr. Also was mir zum Beispiel gefällt an dem neuen Level-Design, sie haben irgendwie immer verschiedene Ebenen eingebaut. Du kannst über oben gehen, über die Klippen, du kannst dich am Boden... Ah! Ah,
Alter, die neue Pistole von den Prometheanern ist echt sweet irgendwie. Das sind Verfolger-Scheißdinger jetzt. Der ist down. Bam. Bam. Ein Schuss, ein Treffer. Ein Schuss, ein Toter. Bam. Der ganz hinten ist auch down. Boah, ich sehe halt so schlecht, ey. Kannst du nicht irgendwie sein Zimmer verdunkeln? Nein. Ich kann mal den Bildschirm ein bisschen drehen. Zu mir. Das ist ja sweet. Keine Ahnung, was. Ja, danke. Der hat einen Arm verloren. Die Tür ist fest verschlossen. Ja. Hab ich nicht mehr erinnern. Kann man was tun? Nee. Also, wann wurde dir denn den Arm abgeschlagen? Ja, von doch diesem Eliten, oder? Mit so einem Partikelschwert. Nicht, dass ich wüsste, dass Dr. Catherine Halsey Arm abgeschlagen bekommen hat. Ich erinnere mich dunkel, aber ich kann es auch nicht mehr genau reproduzieren, wie das sieht. Ha, ich hab's geschafft! Wie cool, ich hab was gefunden! Ach, ich musste sogar hier hoch. Schade, ich hatte jetzt so ein geheimes Ding gefunden hier. Hallo. Du hast einen GST-Helm auf. Hä? Und jetzt? Ja, was denn? Was cracken? Crack? Oh, Crack Party! Woo! It's a fucking Crack Party! Yeah! Alter, was ist das denn? Sah aus wie ein Zeltas von Monster Hunter. Da hat sie einfach mal Sang-Hedi-Sprache gelernt, ist klar. Woo! Ich hab ein Datenpad gefunden. Wo bist du denn? Cool, ich hab einen Erfolg bekommen. Wer labert denn hier? Dr. Kerstin Helske labert. Weiß ich nicht. Das ist schön. Passt auf den Kraken auf. Die Allianz versucht damit durch die Linie der Prometheaner durchzubrechen. Ach, das ist ein Kraken. Okay, ihr rennt nach vorne und tötet irgendwas. Da. Den ballert ihr ab. Hab ich schon erledigt, ihr Luschen. Dann rennt ihr jetzt nach da oben. Du schickst den Verderben. Ist mir doch egal. Geh kaputt! Scheiß Eis. Ich krieg's nicht kaputt. Oh, was bist du denn für einer? Ein Toter. Oh, hat auch nur einen Kopfschuss gebraucht, bis er tot war. Dann haben sie ein bisschen verändert, ne? Mhm. So, ich hab meinen Spaß hier. Was macht ihr so in der Zwischenzeit? Ich töte einen nach dem anderen. Gar kein Problem für mich. In your face! Jetzt kommt Mutti! Was für ein Scheiß hab ich in der Hand? Boom! Boom! Wow.
keine Waffe. Ja. Cracken. Guck mal, was ich habe. Welche Trick? Stell mir nicht hin, am besten nicht in den Weg. Achso, der ist schon down. Okay, Waffe ist leer. Das ist so ein One-Hit-Wonder, Alter. Ohne Witz jetzt. Weiter in Richtung Hausi-Position. Die gute Hausi. Aber jetzt verstehe ich wieder was nicht. Ich bin schon wieder down. Jetzt sind die Proteaner auch gegen die Allianz. Dabei haben doch die Allianz und Prometheaner im letzten Kampf in Halo 4 doch miteinander gearbeitet. Warum kämpfen die jetzt sogar gegeneinander? Und warum kämpfen jetzt verdammt nochmal die Allianz wieder gegen uns? Das ergibt alles keinen Sinn. Da kommen noch Erklärungen. Ja, ich hoffe es doch. Ich bitte drum. So, seine Munition brauche ich. Ich komme da nicht hoch. Was haben wir hier überhaupt? Dann weiß er nicht. Ich hab's ja irgendwo versteckte Sachen. Ich bin am Boden. Nein! Wie kommst du da? Du bist da hochgekommen so schnell. Okay. Schnell, 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 ich sterbe gleich. Ich versuch's. Ich muss abwerfen. Ich komme. Ja. Ah, ich bin gerade da. Ja, ich respawne in 20 Sekunden. Jetzt bin ich auch da. Oh. Er hat jetzt keinen Dreischuss mehr, wenn man nicht anvisiert, sondern auch nur noch einen Schuss. Er lässt sich nicht mehr so schön switchen. Schade eigentlich. So, wo ist denn das dicke Geschütz, was ich doch hier in der Hand hatte? Da ist es doch. Das nehmen wir einfach mal mit. Boah, du bist aber ziemlich flink damit unterwegs, ey. Durch. Du kannst mit diesen neuen Granaten so ein bisschen eine Falle legen. Ja, ich merk's. Cool. Der MP rennt voraus. Wow. Ach so. Auf was kann ich ballern ohne Probleme? Boah, das ist so ein One-Hit-Wonder-Schuss-Ding, Alter. Boah, der hätte aber vier aus, der Junge da hinten. Tötet sie doch einer! Ich verstelle doch nicht meine Munition an diesen Dingern! Ah, fuck. Du auch, MP? Schönes Ding. Ich bin gleich down, ich bin gleich down, ich bin gleich down, ich bin gleich down. Wow, das war knapp! Weiß ich doch, ne? Das ist ausgeschaltet. Weiß ich doch. Hab ich doch gemacht. Okay, der ist down. Diese leuchtende Stelle, er ist verwundbar. Schieß darauf. Jetzt geh doch mal down! Lapp mal, jetzt hab ich noch 5 Schuss wegen dem. Ebi! Der hat eine Shotgun, pass auf. Ich hab ihn down gemacht. Bist du wieder da? Schönes Ding. Jo.
macht das Spiel natürlich auch ein bisschen leichter, dass du dich wiederbeleben lassen kannst. Ja. Oh, das war's schon. Ah, ich liebe diese Videos. Ah. Ey, weißt du, daraus hätte man schon längst einen Film machen können, Alter. Allerdings. Er ist jetzt ein Didaktiker. Der sieht so normal aus. Was? Ein Schuss? Sweet! Oh. Boah, übertreib! Immerhin musst du ja nicht richtigen Moment Button drücken oder sowas. Sonst ja, also das passt nicht auch. Button-Event, oder wie das? Quick Events. Quick Time. Genau. Quick Time. Quick Events. Quick Time Events. Dr. Halsey. Da ist der Arm weg. Wurde ja auch langsam Zeit. Weißt du, interessiert das einfach mal einen feuchten Furz. Das ist einfach ein feuchten Furz, was da passiert ist, weißt du?